Ja, Freunde, wir sind natürlich alle ganz heiß auf Diablo 4 Beta und beim letzten Mal habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr das Ganze aktiviert, falls ihr die Store-Version im PlayStation Store gekauft habt. Heute möchte ich euch auch nochmal zeigen, wie ihr das macht, wenn ihr die Disk-Version aktiviert bzw. die Disk-Version vorbestellt habt. Denn da habt ihr ja dann noch keine ja wirklich physischen Materialien, die ihr nutzen könnt. Das heißt, wir gehen zuerst mal auf die Seite Battle.net. Ja, Freunde, lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, denn bei mir im Kanal findet ihr natürlich immer die neuesten Guides zu den neuesten Spielen. Würde mich also riesig freuen, wenn ihr immer dabei seid. Wir gehen also erstmal ganz normal in den Browser rein, tippen ein Battle.net und da können wir unten die Suchergebnisse Battle.net benutzen, um ins Battle.net zu kommen. Da müsst ihr euch einmal registrieren mit eurer E-Mail-Adresse und könnt euch dann einloggen. Ich bin jetzt hier aktuell sogar schon eingeloggt, weil ich natürlich schon einen Battle.net-Account habe. Und wenn ihr den habt, klickt ihr dann einfach oben rechts auf Code einlösen. Das ist hier unten dieser Reiter, da klickt ihr einmal drauf, denn ihr solltet bei der Bestellung der Disk-Version immer einen Code von eurem Anbieter erhalten habt, mit der ihr die Beta entsprechend freischalten könnt. Ja, dieser Code befindet sich bei euch in der E-Mail, die ihr vom Anbieter erhalten habt. Den gebt ihr dann hier ein. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwas eingetippt. Das ist wirklich ein fiktiver Code. Keine Angst, ihr könnt mir den nicht klauen. Wäre auch zu easy. Und ihr gebt dann einfach euren Code hier ein. Anschließend bekommt ihr eine E-Mail, wenn ihr zum Beispiel PS5 oder ähnliches bestellt habt, in eure E-Mail-Adresse und bekommt dann wiederum einen Code für PlayStation oder Xbox oder auch fürs Battle.net an sich. Und diesen Code gebt ihr dann im PlayStation Store bzw. im Xbox Store ein. Ja, und wenn ihr eine PC-Version bestellt habt, dann geht ihr erstmal ins Battle.net, müsst das quasi erstmal runterladen, diese App, denn darüber wird dann Diablo auch gestartet. Dann kommt ihr hier rein und könnt entsprechend die Spiele sehen, die ihr schon gekauft habt. Bei mir ist jetzt hier StarCraft, das können wir dann hier auch unseren Battle.net-Code aktivieren. Für die Beta-Version klickt dazu einfach wieder oben rechts auf Code einlösen und könnt dann hier auch auf dem PC euren Code direkt einlösen, wenn ihr die PC-Disk-Version bestellt habt. Ja, anschließend erscheint das Spiel dann unter Spiele, klickt einfach hier wieder auf Code einlösen und dann habt ihr das Spiel unter Spiele, könnt das dann direkt runterladen und am 17.03. entsprechend die Open Beta quasi testen, beziehungsweise die Early Access Beta, Close Beta, sobald ihr die Premium-Version vorbestellt habt. Also Freunde, euch viel Spaß bei der Beta von Diablo 4. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich helfe natürlich immer gerne weiter und würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch gebt oder auch ein Abo da lässt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, adios und ciao, ciao.